Was geht ab, ihr geilen Glubschis? Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal, die Glubschbros. Wir sind unterwegs in Rainbow Six Siege, nachdem ich ja eine kleine Umfrage gestartet hatte. Erstmal vielen Dank an die, die teilgenommen haben. Es waren leider nur drei, aber das waren schon eigentlich mehr, als ich erwartet hatte, denn die Leute dazu zu bekommen, auf YouTube zu schreiben oder dann auch die das Video gucken und alles. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ich kenne das selbst, ich bin selbst ein bisschen schreibfaul auf YouTube. Bin das auch mehr aktiver geworden, dadurch, dass ich selbst YouTube mache. Aber auf jeden Fall vielen, 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 vielen lieben Dank an die, die mitgemacht haben. Dann dadurch bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass ich mir Rainbow Six Siege hole, was sich zwei von den drei gewünscht hatten. Den anderen war es relativ egal. Und ich bin hier jetzt unterwegs und hoffe, dass euch das gefällt. So, Hallöchen. Ja, heute ist echt nicht mein Tag, also ich vermasse heute irgendwie alles. Ich habe schon zwei Runden aufgenommen. Ja, beim ersten Mal war ein Kabel nicht richtig reingesteckt, deswegen hat man meinen Mikrofonsound nicht gehört. Das wäre also quasi ein Stummfilm meinerseits gewesen. Und beim zweiten Mal, das wollte ich gerade schneiden, habe ich aus Versehen gelöscht. Also heute ist echt nicht mein Tag. Wobei das Video leider gar nicht so schlecht war. Also ich habe da relativ gut gespielt dafür, dass ich erst seit kurzem wieder dabei bin. Aber naja, manchmal soll es einfach nicht sein. Dann ist es halt so. Machst du nichts. Da steckst du nicht drin. So, pass auf. Ich mach mal hier ein Auto hin. So, Hallöchen. Ich spiele jetzt erstmal Casual, um ein bisschen mehr reinzukommen, um nicht mein Team abzufacken, dadurch, dass ich nichts kann. Das wäre ein bisschen scheiße. Von daher bin ich hier jetzt unterwegs, im Casual erstmal. Aber ihr könnt auf jeden Fall mal schreiben, wenn ihr mitspielen wollt. Ha! In your face, Alter, wie er hingefallen ist. So will ich das sehen. Ihr könnt auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn ihr mitspielen wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen, denn das macht auf jeden Fall zusammen mehr Spaß, das Spiel. Es ist ja ein Teamspiel, von daher würde das schon Sinn machen, wenn man da alle zusammen spielen kann. Oh, scheiße, ey, ich drücke die ganze Zeit den rechten Stick rein fürs Aufstehen. So. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug war, dass ich das gemacht habe. Da ist dicht. Nice. Komm, dann werfe ich dann nochmal den Smoke hin. Jawohl. Wie verfahre ich jetzt weiter? Nein! Was? Wie? Hat er mich gesehen? Boah, da hat so minimale Bewegung gesehen. Alter, holy shit. Also man hat es gerade schon gesehen. Man braucht auf jeden Fall ein krankes Auge in Rainbow Six Siege. Hut ab, dass ihr das gesehen habt. Aber ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mitspielen wollt. Würde mich auf jeden Fall freuen, zusammen hier zu spielen und zusammen als Team agieren. Das macht A, mehr Spaß. B, sind wir erfolgreicher. Was sich auch wiederum auf den Spaß auswirkt. So, ich nehme mal hier den Deutschen gerade. Ah, das hat mich echt geärgert, dass ich da die Aufnahme verkackt habe. Zweimal, ey. Aber naja, machst du nichts. Manchmal hat man das einfach, da ist man dumm. Dann muss man damit leben. Ja, wie ich auch schon in den anderen Videos gesagt hatte, muss ich natürlich... es sind natürlich mehrere Monate vergangen, als ich das damals hatte, das Spiel. Denn ich hatte das verkauft gehabt, weil es mich einfach nicht mehr so gepackt hatte. Und zwar ist ja im Angebot für 25 Euro. Ich habe es euch angeboten, ihr wollt es sehen. Also, raus damit. Ja, ich habe auch ehrlich gesagt Bock drauf. Also, das kann ganz spaßig werden hier, denke ich. Ach, scheiße. So. Mach da mal ran. Und ja, in den
ja, so ungefähr 6 Monaten ist einiges passiert hier in Rainbow Six Siege und da muss ich mich erstmal dran gewöhnen an einige neue Sachen. Wo ist hier die Drohne hin gewesen jetzt? Finde ich relativ scheiße hier. Aber na, hast du nichts? Und worauf wollte ich jetzt hinaus? Ja, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen an das Spiel. Ein bisschen reinkommen, wann ich wie, wo, was mache. Dass das auch ein bisschen Sinn ergibt zumindest. Ich hoffe, dass das Sinn ergibt, was ich hier machen werde. Sonst ist natürlich ein bisschen scheiße. Lol, hier liegen Waffen. Warum liegen hier Waffen? Ach so, weil hier einer rausgegangen ist von uns. Ah, okay, ich verstehe. Ja, in den 6 Monaten ist auch ein... Lol, man kann auch das Schild unter Strom setzen. Das habe ich ja noch nie gesehen. Alter, wie viele Sachen an mir vorbeigegangen sind. Ihr kriegt schon mit hier. Falls ihr Tipps und Tricks habt, natürlich immer raus damit. Würde mich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und, ja, was ich sagen wollte, es sind mehrere DLCs rausgekommen, also 2, die ich nicht mitgekriegt habe. Einmal, wo man die Navy SEAL spielen kann und die Map Border und jetzt die BOBE hießen die, glaube ich, oder irgendwie sowas, wo man jetzt auch auf der Favela spielen kann oder in den Favelas. Auf der Map habe ich beide schon gespielt, sind relativ geil. Also nicht nur relativ geil, die sind echt geil. Nur habe ich die Operator noch nicht, was daran liegt, dass ich sie mir nicht leisten konnte vom Geld her, weil ich halt länger nicht gespielt habe. Ich konnte mir das Ingame-Geld nicht zusammensammeln. Allerdings habe ich noch 15 Euro Guthaben und ich hatte nachgeguckt, ein Operator kostet 600 von diesen Rainbow Six Credits. Davon werde ich mir 5-mal holen, also... dass ich da 3-mal holen, dass ich da die 3 schon mal krieg und den 4. werde ich mir in-game bald kaufen können. Ich habe jetzt 23.000, 25.000 kostet einer. Also die werdet ihr dann auch demnächst sehen können und dann mal gucken, ob wir damit auch was reißen können. What? What the bitch, Alter? Was? Ich war der Letzte? Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, dass ich der Letzte war. Oh mein Gott. Ich war so vertieft in dem, was ich hier gerade geredet habe, dass ich das nicht mitgekriegt habe. Ach nee, B-O-P-E. So hießen die. Pope. Bope. So, okay. Der Gegner hat erstmal das Match geleftet, nachdem er mich gesehen hat. Wen spielen wir denn mal? Ah, komm, wir nehmen mal Sledge. Mit so einer geilen Schrotflinte, habe ich gehört. Und reißen hier gleich ein paar Mauern ein. Jawohl. So, lass mich Auto fahren. Hostage. Oh, da ist schon der Erste. Und da ist die Geisel. Die werden wir uns holen, meine Freunde. Die müssen wir uns auch holen. Ah, okay, er verfolgt mich nicht. Oh. Was wahrscheinlich deswegen so ist, weil hier so viele von uns sind. Ah, nein! Ich bin auch davon gekommen. Okay. Nein! Hat er mich gesehen? Nein, hat er nicht. Geil. Gut, ich stehe da gut, denke ich, hoffe ich. So, dann wollen wir jetzt mal die geile Geisel rausholen. GG, geile Geisel. So, bam. Okay, das Team, Gegnerteam bringt sich selbst um. Bam. Bam. So, rein da. Einmal war hier eine Kamera. Ich muss mich echt ein bisschen wieder dran gewöhnen, an die Spots, wer wo sitzt, wo die Gegner, wo die Gegner sitzen und so, naja. Wo die Kameras sind und sowas. Wie die Maps aufgebaut sind, sowas halt alles. Sagen wir mal Hallöchen. Ah, okay, da ist noch dicht. Und da ist offen.
Okay. Okay. Du Wichser, da stand er mit dem C4, Alter. Du Sack, ey. So aber nicht. Soll ich ver Nein, da ist doch die Geisel! Ich Hurensohn! Oh. alles gut, kein Problem, alles easy. Warte mal. Willst du einen Wagen oder mache ich einen Wagen? Ich mache einen Wagen. Okay, wir machen beide Wagen. Das ist nicht so gut. Okay, da ist direkt einer. Den hole ich mir. Granate! Jawohl, Alter. Das war doch richtig gut, oder? Da möchte ich mal bitte ein Lob in den Kommentaren haben. Sonst höre ich direkt wieder auf mit dem Projekt. Nein. Spaß. Ey, ich wollte gerade El Geisel mitnehmen. Das hat voll Spaß gemacht, mit der Schrotflinte zu spielen. Konnte einiges. Zwei Leute weggeholt. Kann man mal machen. Ich wollte jetzt auch gerne als. Hier, komm, wir spielen mal Mute. Mit denen habe ich nämlich auch auf der Map Favelas gespielt. Und da habe ich auch zwei Kills weggeholt. Also. Schrotflinten sind eigentlich gar nicht mal so schlecht in dem Spiel. Man muss halt nur nah ran. Aber, wenn die. Kann man das machen? Dann kann man das machen. So, komm, setz hier hin. Schnell, 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 schnell. Ich muss hier rüber. Los, los, los. Stell hin den Shit. Warum schießt mein Team sich jetzt ab? Warum, Alter? Warum? Du Scheiß-Hurensohn! Warum? Alter, ohne Spaß. Was soll denn der Scheiß? Alter, da kriege ich einen Ausraster, ganz ehrlich. Meine Fresse, ey. Deswegen spiele ich auch lieber mit dem Team zusammen. Also schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr mitspielen wollt. Mann. Warum? Alter, das sind einfach solche Piep. Ich könnte gerade so viele Wörter raushauen, ne? Das glaubt ihr mir nicht. Ihr würdet jetzt einfach nur noch eine 20-minütige Piepschleife hören. Ungelogen. Also bei solchen Menschen, da geht mir echt so eine Ader auf. Das könnt ihr mir nicht glauben. Mann, das regt mich einfach so auf. Das ist so unnötig. Da werde ich sogar auch echt. Da kann ich dem Gegner auch. Also, den, der mich getötet hat, den kann ich dann auch schon ein paar Sachen wünschen. Die sind schon hart, ey. Oh Mann. Aber das regt mich halt echt übelst auf. Ich verstehe den Sinn einfach nicht. Ist einfach behindert, ist das. Was anderes ist das nicht. Ja, du solltest da weg. Da ist eine Granate geflogen. Na, ich hoffe, dass wir die Runde trotzdem gewinnen. Denn sonst verteile ich hier ein paar Schellen. Ey. Ja, geh du mal wieder in Deckung hinter deinen Teddybären, du scheiß Pussy. Oh, die haben ja die Geisel. Oh nein, ich muss mich beeilen. Ja, gut. Tschüss, Geisel. Wo ist sie jetzt eigentlich? Ist sie weg? Ja. Gut gemacht, Team. Moment. Ich muss kurz den Controller weglegen. So. Ich bin stolz auf mein Team. Ja, toll. Das war echt eine gute Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es nicht gefallen. Also. Ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüss.